Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Meine erste Urlaubswoche ist vorüber und ich habe 7 Bücher gelesen bzw. gehört. Ja, ganz schön strange. Das muss ich echt sagen. Mein Ehrgeiz war aber so nach dem 2. Tag gepackt, wo ich im Grunde ja, das 3. Buch gehört habe bzw. zu lesen begonnen habe und ich mir dachte, Mensch, wäre das nicht mal cool, einfach mal jeden Tag ein Buch gelesen zu haben. Passt nicht ganz, weil sich ein Hörbuch, also was im Grunde nur ein halbes Hörbuch ist, die ganze Woche mitgezogen hat und ich jetzt am Sonntag gar nichts gelesen habe, weil ich da auf einer Schifffahrt war. Aber es war irgendwie, ja, die Challenge war geboren. Ich war hochmotiviert, in vielen Zeiten einfach zu lesen. Und bei meiner ersten doch recht regnerischen Urlaubswoche, was sollte man auch anders tun als lesen? Ja, mit Wandern war nicht viel, gerade wenn man hier bei uns so ein bisschen ins Gebirge und so möchte. Ja, ich muss sagen, ich möchte nicht in nassen Füßen durch Wälder oder Gebirge laufen. Da bin ich einfach kein Freund von. Und ja, dementsprechend habe ich mich dem Lesen gewidmet. Und es sind 7 Bücher. Eigentlich sind es nur 6,5 Bücher. Davon sind eben 2 Hörbücher, 5 ganze Bücher. War da nur ein E-Book? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich werde sie jetzt ein bisschen einblenden. Ich habe es in der Woche so gemacht, dass ich immer nach Beenden, meistens so am nächsten Tag, meine Gedanken zu dem Buch in so einem Videoschnipsel gemacht habe. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich habe das unter anderem bei Sarah Sophie, dreht so auch ihren Monatsrückblick. Und ich habe das früher für den Monatsrückblick auch so ein bisschen ähnlich gemacht. Und dachte mir einfach, ich möchte meinen Urlaub natürlich nicht so viel Zeit damit verbringen, im Grunde Video zu drehen, hier eine Stunde zu sitzen und schneiden. Und dachte eben, ja, so Schnipsel von bis zu 10 Minuten, das kriegt man im Tage ja einfach mal unter. Und jetzt in der Woche habe ich im Grunde die ganze Woche Zeit, um das Video jetzt zu drehen, mein Schnipsel und den letzten, also mein Vorgeplänkel und mein Schnipsel vom letzten Buch und dann zu drehen und zu schneiden. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar keine schlechte Idee. Sagt mir gerne, wie ihr das findet in den Kommentaren. Ich werde euch jetzt erstmal ein bisschen was zu den Büchern sagen, welche ich gelesen habe. Ich versuche das auch mal mit den Timestamps dann in der Infobox. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Das ist bei anderen recht cool. Da kann man dann zu den Büchern springen, die man im Grunde, das, was einen am meisten interessiert. Oder man kann mal eins überspringen, was man nicht so spannend findet. Und danach werde ich noch ein bisschen was Allgemeines zu meiner ersten Urlaubswoche erzählen, die zwar sehr verregnet war, aber trotzdem so ein bisschen was möchte ich natürlich mit euch teilen. Also 7 Bücher, haltet euch fest. Begonnen hat die Woche mit dem Montag und ein Sommer und 4 Tagen von Adriana Popescu habe ich auch an dem Montag direkt gelesen und war dann so ein bisschen der Motivator, einfach Bücher auszuwählen, wie dann zum Beispiel auf dem Jakobsweg von Paulo Coelho, die eben nicht so dick sind, wo man sagt, ja, das liest man auch einfach mal so an dem Tag weg. Dann habe ich gehört, auch an diesen 2 Tagen im Grunde schon mit, aber ist dann am Mittwoch beendet, Wer im Himmel auf dich wartet von Mitch Albom, ein Buch, das mir einfach irgendwie so ein paar Mal über den Weg lief und mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Dann wurde es thrillerig mit Saving Grace von B.A. Paris. Bis dein Tod uns scheidet, habe ich abends angefangen, mitten in der Nacht beendet. Ja, war wirklich auch richtig, richtig toll. Dann habe ich als E-Book gelesen, Barfuß um die Welt von Judith Etz. Das ist ein Rezensionsexemplar. Die Info findet ihr übrigens auch immer in der Infobox, wenn ich ein Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Also schaut da gerne mal vorbei. Dann ein Buch, das mir die liebe Anka im letzten Jahr zukommen hat, Larsen Orca-Sommer von Sabine Giebken. Es wurde also ein bisschen jugendlicher. Und das halbe Buch und sozusagen das Hörbuch, was ich die ganze Woche mitgezogen hat, ist dann King of Scars von Leigh Bardugo. Und ja, da muss ich sagen, da bin ich doch mit einem sehr überraschenden Meinung aus diesem Buch herausgegangen. Aber gut, dazu später mehr. Ich zeige euch jetzt die ganzen Schnipsel sozusagen. Wie gesagt, ich versuche auch die Timestamps unten in die Infobox zu packen. Da findet ihr auch alle Bücher. Schaut da gerne mal vorbei und guckt euch da gerne um. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie sich die Steffi im Laufe der Woche verändert hat. Bevor es jetzt für mich gleich zum Friseur geht, möchte ich euch mein gestern beendetes erstes Buch in der Woche zeigen. Ein Sommer und 4 Tage von der lieben Adriana Popescu. Ihr erstes Jugendbuch, was bei mir jetzt doch längere Zeit
auf der Wunschliste stand und jetzt auch ein kurzes Weilchen auf dem Sub verweilte. Ich hatte gestern Lust nach Sommerleichtigkeit, nach einem Jugendbuch und habe so morgens wunderbar in den Tag gestartet und habe das Buch dann wirklich in zwei Rutschen gestern am Montag dann gelesen und auch beendet. Wir treffen in dem Buch auf Paula und Luis, Luis mit W. Beide sind auf dem Weg mit einer Busreise an die Amalfiküste, um dort ja so eine schulische Vorbereitung auf das Abi-Jahr zu nehmen. Paula hat da eigentlich gar keine so richtige Lust drauf. Sie würde lieber mit ihrer Freundin und ihrer Familie zu Hause bleiben, aber freut sich natürlich schon so ein bisschen auf diese Reise, auch wenn sie lieber ja irgendwie ein Abenteuer erleben würde. Ja, beide lernen sich schon vor dem Einsteigen kennen, setzen sich dann auch nebeneinander und man merkt recht schnell, dass beide doch ein bisschen flirty unterwegs sind, obwohl Paula doch eher zu den etwas schüchternen Mädchen gehört. Sie ist 16, wird in diesem Camp ein paar Tage später 17 und ja, sie merkt recht schnell, dass zwischen den beiden ja tolle Gespräche sind, dass sie irgendwie so auf einer Höhe sind, dass sie einen ähnlichen Musikgeschmack haben und ja, ist da doch ein bisschen angetan. Doch dann passiert etwas an einer Haltestelle, an einer Raststelle, dass beide vergessen werden. Ja, blöd gelaufen. Doch Luis wäre nicht Luis ohne mit W. So, wenn er nicht irgendwie eine Idee hätte, einen Plan hätte und dazu ja den Italien-Reiseführer von Paula einfach mit verwenden könnte. Denn dort hat Paulas Papa die besten Eisdielen gekennzeichnet in ganz Italien. Und Paula hat sich hier auch weitere Notizen gemacht. Und ja, da merkt Luis, eigentlich, liebe Paula, möchtest du doch noch viel mehr von Italien sehen. Komm, wir machen hier einen Roadtrip. Wir versuchen jetzt diese verschiedensten Städten einfach anzufahren und ja, entdecken gemeinsam Italien und sind dann in 2-3 Tagen an unserem Camp. Und ja, so beginnt dieser Roadtrip der ganz besonderen Art. Ich bin ein großer Fan von Luis. So einen jungen Mann hätte ich ebenfalls super gerne mit 16, 17 getroffen und ich kann durchaus sehr gut nachvollziehen, warum Paula sich da angezogen gefühlt hat, warum das so ein bisschen diese Jugendliebe, diese erste große Liebe, wie die bei diesen beiden entstanden ist. Das hat Adriana perfekt gemacht. Also es ist ein Highlight für mich. Mich hat es so gut unterhalten. Es hat mich amüsiert. Es hat mich zum Lachen gebracht. Es hat am Ende auch ein Tränchen herausgekitzelt. Und ich habe mich so in den Bann gezogen gefühlt. Und Adriana hat es hier geschafft, ja, dieses Jugendlichsein wirklich wunderbar rüberzubringen. Diese Leichtigkeit, was man auch empfindet bei der ersten großen Liebe. Diese Hoffnung darauf, dass das ein Leben lang hält, dass das ewiglich ist, dass man jetzt Dinge unternehmen kann, machen kann, schaffen kann, die man allein nicht geschafft hätte, dass man mutiger wird, dass man einfach mit dem anderen wächst und ja, in diesen 4 Tagen ist es wirklich richtig toll, die beiden zu beobachten, wie sie sich nähern, wie sie sich immer mehr verlieben und wie wirklich so diese große erste Liebe daraus wird und das ist so, so schön und das schafft Adriana mit wunderbaren Dialogen, mit bildhaften Erzählungen, mit ja auch, dass die beiden so gefühlsecht irgendwie unterwegs sind und auch das einfach miteinander teilen. Also das fand ich richtig, richtig toll. Und ich finde immer, dass Adrianas Bücher von Dialogen leben. Und das ist hier definitiv auch der Fall. Also die unterhaltsamen, witzigen und wirklich authentischen Dialoge fühlen sich echt an. Und man hat wirklich den Eindruck, man ist mit beiden unterwegs. Und das ist immer wieder besonders und das macht hier auch das erste Jugendbuch von Adriana zu einer ganz besonderen Geschichte. Es ist natürlich nicht nur für Jugendliche, sondern natürlich auch für die im Herzen noch jung sind, so wie ich. Und ich konnte mich so gut hineinfinden. Ich kann mich an diese Gefühle erinnern, die hat Adriana wunderbar aus mir herausgekitzelt und durch diese Leichtigkeit, die man wahrscheinlich wirklich nur einfach in diesem Alter hat und eben auch mit der ersten großen Liebe. Und es war so, so, so schön, die beiden zu entdecken, diese Reise zu entdecken, durch Italien zu reisen, das Fernweh ein wenig zu stillen und es hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe wirklich morgens angefangen mit der ersten Tasse Tee und habe es dann in der Mittagszeit beendet und ich war einfach begeistert, angetan. Ich mag diesen lockeren, leichten, modernen Schreibstil und ich finde es toll, wie viel Gefühl Adriana in eine Geschichte hineinpackt, ohne dass es kitschig wird, überladen wird, sondern dass man hier wirklich schon eine jugendliche Liebesgeschichte hat, aber eben durch diese Reise durch Italien geknüpft wird, durch diese Entwicklungen, die beide machen und dann ist es eben einfach viel mehr als ja, einfach nur eine Liebesgeschichte im Jugendbuchbereich. Und dafür, dass das ihr erstes Jugendbuch ist, hat sie das schon großartig gemacht. Also ich bin wirklich angetan.
immer wieder von Adriana, und das war jetzt auch mein letztes Buch von ihr, was ich auf dem Sub habe und was es auch von Adriana Popescu sozusagen zu lesen gibt. Es gibt noch diese New Adult-Reihe von ihr, die sie unter Pseudonym geschrieben haben, die werde ich aber nicht lesen, weil ich kein großer New Adult-Fan bin. Und ich habe noch, also es gibt noch den zweiten Krimi, diesen zweiten Rauchfall von Adriana Jakob, wo sie ja dann als Self-Publisher herausbringt. Muss ich mal sehen, ich fand den ersten ganz gut, vielleicht greife ich zum zweiten auch, aber als Adriana Popescu ist das jetzt das letzte Buch, was ich auf dem Sub hatte oder überhaupt zu lesen gibt. Es wird im Herbst ein neues Jugendbuch von ihr geben, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf und kann auch wirklich das hier nur wärmstens empfehlen. Mittlerweile sieht das Cover, soweit ich das mitbekommen habe, ein bisschen anders aus. Man sieht, glaube ich, so ein halbes junges Mädchen irgendwie springend. Das war, soweit ich das weiß, das Ursprungscover, das man dann eben irgendwann geändert hat. Und ich war hier wirklich auf der Suche, dass ich eben das Originalcover bekomme, weil ich das halt wirklich um einiges schöner finde als das Neue von ihr. Aber ja, nun alle gelesen. Immer wieder Highlights, immer wieder begeistert, gehört wirklich zu meinen Lieblingsautorinnen und da hat sie auch wirklich einen absoluten Platz verdient. Auch im Highlight-Regal wird dieses Schätzlein jetzt einen wunderbaren Platz finden und für mich wirklich ein Herzenshighlight. Es hat mir super gut gefallen und ich kann es jedem nur ans Herz legen, wer in diesem Sommer vielleicht Leichtigkeit möchte und ja auch mal durch Italien reisen möchte und so ein bisschen die erste Jugendliebe irgendwie nochmal nachspüren möchte, der ist mit diesem Buch absolut richtig. Heute am Dienstag nach dem Friseurbesuch habe ich auch das zweite Buch beendet und zudem hat meine Monstera ja auch einen Ableger und ich dachte, es passt heute mal ganz gut, mich zu dem wunderschönen kleinen Ableger meiner liebsten Pflanze sozusagen zu gesellen, zusammen mit Auf dem Jakobsweg von Paulo Coelho. Tagebuch einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Ja, mir war nach Reisen, nach irgendwie, ich hatte Fernweh und ich wusste nach Brida in der letzten Woche, dass ich noch einen Coelho auf dem Sub habe und so habe ich auch als einfach zu dem gegriffen und ich muss sagen, und das muss ich auch vorneweg sagen, wer hier irgendwie ansatzweise ein Buch erwartet, wie es vielleicht von Harpe Kerkeling geschrieben war, wurde oder in Richtung Erfahrungstagebuch geht, einer Reise, der ist hier komplett falsch. Paulo Coelho hat das Buch, ich glaube, Ende der 90er geschrieben. Ich glaube, im Deutschen ist es 99 erschienen. Ich glaube, er selbst hat schon 93 sogar geschrieben. Also es ist schon fast 30 Jahre alt. Ist schon, also ja, ich bin immer wieder sehr überrascht, dass die 90er ja schon so lange her sind, ne? Also ich bin da irgendwie 10 Jahre in Verzug. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte es mir, glaube ich, im letzten Jahr irgendwann im Sommer irgendwo mit ertauscht oder günstig erworben, weil mir war irgendwie nach Jakobsweg. Und ich finde sowieso ein super spannendes Thema. Ich habe neben Harpe Kerkelings Buch schon 3, 4, 5 andere Bücher über den Jakobsweg gelesen oder über Pilgerreisen. Es gab ja auch mal ein ganz spannendes Buch von einer jungen Frau, die den japanischen Pilgerweg gegangen ist. Und so dachte ich, ja, Paulo Coelho wird hier bestimmt wunderbar spirituelle Themen mit hineinbauen und seinen erleuchteten Weg irgendwie zeigen. Und ja, das macht er auch. Ich hatte tatsächlich ein Tagebuch erwartet und das darf man einfach nicht. Er umschreibt es auch nicht so richtig als diese Reise, als Tagebuch, sondern er beschreibt den Weg als Weg. Und ja, das klingt jetzt tatsächlich wahrscheinlich sehr merkwürdig, aber ich hatte eben eher das Gefühl, dass man zwischen den Zeilen lesen sollte, um dann eben diesen Weg, diese Entwicklung, die er auf dem Weg gegangen ist, im Grunde zu spüren, zu merken, zu erfahren, was in ihm vorgegangen ist. Ich fand das Buch sehr spirituell, ich fand es sehr speziell und ich fand es an vielen Stellen einfach drüber. Also ich mag das ja mal ganz gerne und ich bin bestimmt auch ein sehr spiritueller Mensch, der durchaus sich einige Dinge vorstellen kann, was zwischen Himmel und Erde irgendwie passiert. Ich fand manche Anekdoten, besonders auch das mit diesem Schwert, fand das ein bisschen zu viel. Ich konnte mich da nicht einfinden. Ich wurde auch von Coelho nicht an die Hand genommen. Und hier sind wir wieder bei einem Buch, wo ich denke, ja, irgendwie gut, dass er so schreibt, weil so ist er eben. Und es macht ihn auch einfach zu einem sehr speziellen Autor. Aber mich hat er nicht so richtig mitgenommen. Also zum einen war meine Erwartungshaltung einfach eine andere. Gut, dafür kann Paulo Coelho nichts. Ich habe aber mitbekommen, dass das Buch früher mal anders hieß und eben nicht Auf dem Jakobsweg. Und ich glaube, dass das tatsächlich der bessere Titel gewesen wäre. Genau, Die heiligen Geheimnisse eines Magiers.
Und das erschien 1991. Und wenn man den Titel jetzt nimmt, ja, da würde ich sagen, genau, wir haben hier einen Magier, es geht um ein Schwert, es geht um eine Reise, die halt zufällig irgendwie auf dem Jakobsweg stattfindet. Aber auf dem Jakobsweg vermittelt eben, dass man diesen Weg geht. Und dass wir, wenn da noch drunter steht, das Tagebuch einer Pilgerreise, das ist es einfach nicht. Ich finde, dass sich Diogenes hier keinen Gefallen getan hat, den Titel so abzuändern. Klar, wollte man wahrscheinlich dann irgendwann auf dieser Welle mitreiten und dachte, ja, Jakobsweg, Pilgerreise zusammen, das geht auf jeden Fall. Für mich ging das definitiv nach hinten los. Also ich habe so nach 50 Seiten schon überlegt, will ich das lesen? Ist mir das zu viel? Welche Richtung nimmt das noch? Dachte aber trotzdem, dass mir eben diese Spiritualität tatsächlich irgendwie gefallen hat und dachte, löst dich einfach von diesem Jakobsweg, von dieser Idee eines Tagebuches und lese einfach mal, was er in sich auf diesem Weg als Weg gefunden hat. Und als ich so diesen Schalter in meinem Kopf umgelegt habe, fand ich es tatsächlich auch ganz okay. Es ist jetzt kein Buch, was ich wirklich jedem empfehlen würde, das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, eingefleischte Coelho-Fans finden dort ihren Autor wieder, und das ist eben auch immer das, wo ich denke, Coelho geht bei mir eben mal in die eine und mal in die andere Richtung. Er ist für mich kein Garant für sehr gute Bücher. Ich fand ja Brida in der letzten Woche auch richtig, richtig toll, mit ein, zwei Kritikpunkten. Hier würde ich schon sagen, es ist sehr speziell. Also man muss zum einen Coelho, glaube ich, schon kennen und auch wissen, wenn er in die Spiritualität abdriftet, dass er dann auch irgendwann wieder zurückkehrt. Und das macht er natürlich auch in diesem Buch. Und dieses sich finden, sich suchen oder auch im Außen etwas suchen, was dann eben zufällig auf diesem Jakobsweg passiert, das ist halt, also man muss sich drauf einlassen. Und das musste ich auch und ich fand es tatsächlich okay. Aber es war auch mir manchmal einfach zu drüber und zu viel. Sprachlich, ich finde, Coelho kann schreiben, das ist gar keine Frage. Ich finde schon, dass er gute Worte findet. Er schreibt sehr speziell, er schreibt sehr anders. Es ist auch eben einfach mal etwas anderes. Aber das ist dann eben auch das, wo ich dann eben gerne mal zu einem Buch von ihm greife, wenn ich sage, ich will einfach mal seinen Stil wiederlesen. Und es gibt ja auch einige ungelesene Bücher von ihm, die es gibt. Ich habe keins mehr auf dem Sub, glaube ich, nein. Aber so auf der Wunschliste oder in Gedanken, da ist schon das ein oder andere Buch. Aber ja, ich glaube, mein Bedarf nach zwei Büchern hintereinander sozusagen innerhalb von zwei Wochen an Coelho ist jetzt erstmal für die nächsten Wochen gedeckt, weil das eben wieder eher eins war, was mich enttäuscht hat oder nicht begeistern konnte, so wie es vielleicht Brida in der Vorwoche konnte. Also ja, man kann es, wenn man Coelho kennt, lesen, wenn man seinen Stil mag, auch vielleicht den spezielleren Stil mag, vielleicht auch, wenn man an den Krieger des Lichts denkt. Wenn man das mag und gerne liest, dann ist das Buch was. Ich glaube, für Leute, die wirklich ein Reisetagebuch oder die Wegbeschreibungen oder sich irgendwie vielleicht selbst auf den Jakobsweg vorbereiten, für die ist das nichts. Also das muss ich ganz klar sagen. Außer man ist eben bereit, irgendwann umzuschalten und dann nimmt man auch so die ein oder andere Weisheit mit. Aber ja, es ist definitiv auch ein Buch, was weiter wandern wird. Und ja, bei Diogenes Büchern, also es sieht ja gefühlt wirklich noch fast wie neu aus. Da ja, findet sich auf jeden Fall ein Abnehmer. Und ja, nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Aber das zweite Buch in meiner Urlaubswoche. Das erste Hörbuch der Woche ist auch das dritte abgeschlossene Buch in meiner ersten Urlaubswoche und es ist das Hörbuch Wer im Himmel auf dich wartet von Mitch Albom. Ja, ich bin über dieses Buch zwei, dreimal zufällig gestolpert und habe dann auch gesehen, dass es von Steffen Groth vertont ist und dachte, ja, da greifst du zu. Steffen Groth ist ein Schauspieler und ich kann mich an ein, zwei Hörbücher erinnern, die er vertont hat und die ich sehr, sehr mochte. Von Mitch Albom habe ich, glaube ich, auch schon zwei oder drei Bücher gelesen, gehört. Also der Autor war mir kein Unbekannter. Das Buch ist, glaube ich, schon zwei Jahre alt und irgendwie ist es mir auf YouTube angezeigt worden, auf Instagram. Dann habe ich es nochmal irgendwo aufblinken sehen und dann dachte ich, das klingt irgendwie so toll. Da greifst du zu. Ja, wir treffen auf Annie, eine junge Frau, deren ja, Lebenscountdown sozusagen abläuft. Das heißt, wir erfahren relativ früh zu Beginn der Geschichte, dass sie jetzt noch 15 Stunden hat bis zu ihrem Tod, noch 12, noch 10 und sie wird an diesem Tag heiraten, nämlich Paolo, ihre große Liebe. Und das ist natürlich schon was am Anfang der Geschichte sehr beklemmend ist und ja, mich auch natürlich schon ein bisschen
merkwürdig aufgeregt gemacht hat, kann man vielleicht so nennen. Ich wusste natürlich, dass es in dieser Geschichte eben dann darum geht, dass Annie eben in den Himmel kommt und dort 5 Personen trifft, die ja ihr Leben beeinflusst haben. Und dass das eben nicht immer die klassischen Menschen sind, mit denen man rechnet, also sei es irgendwie die Eltern, die Großeltern, vielleicht Lehrer oder Freunde, sondern dass das eben manchmal auch ganz zufällige Personen sein können. Und gerade diese Thematik hat mich so fasziniert. Und ja, wir begleiten Annie, wir erfahren, wie ihre Hochzeit sein wird, die Hochzeitsnacht, wie sie dann auch stirbt und wie dann eben auch ihr Leben war. Denn wir erfahren in diesen 5 Begegnungen einiges aus ihrer Kindheit, aus ihrer Vergangenheit, wie es damals zu einem Unfall kam, der dann ihre Hand im Grunde oder ihren Arm beeinträchtigt hat, wie sie Paolo kennengelernt hat, wie das Verhältnis mit ihrer Mutter war und Ähnlichem. Und wir haben eben immer diese Begegnungen, dann eben die Fehler, die sie im Leben gemacht hat und erfahren dann eben so auch, wie sie andere Leben beeinflusst hat. Und sie selbst wird dann eben am Ende auch eine Aufgabe haben, wie eben alle anderen dieser 5. Und die Zeit tickt im Himmel wohl anders und alles fügt sich irgendwie zueinander. Und es war eine wunderschöne Geschichte. Also es war wirklich ein Highlight-Buch für mich. Es hat mich sehr berührt. Der Schreibstil von Mitch Albom, langsam Steffi, hat mir sehr gut gefallen. Er war gefühlvoll, er hat tolle Themen herausgearbeitet. Er hat diese Verbindungen dieser Personen zu Annie und ihrem Leben ganz toll geschaffen. Die Rückblenden in die Vergangenheit, die waren manchmal sehr schwer zu ertragen, weil Annie auch viel Unschönes im Leben passiert ist. Aber das hat er richtig wundervoll verpackt. Er hat das eindringlich geschrieben, gefühlvoll. Es war sehr emotional. Es sind auch Tränen geflossen, keine Frage. Angesichts meinem Verlust in diesem Jahr ist ganz klar, dass mich so eine Thematik dann auch zum Weinen bringt, was ich aber persönlich gar nicht schlimm finde. Ich glaube, dass da auch Menschen weinen, die ein glückliches Leben gerade führen. Nein, das klingt total falsch, aber ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Auch mein Leben ist natürlich glücklich, aber es führt jetzt zu weit. Wundervoll geschrieben von Album, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wirklich toll vertont mit diesen Zeitebenen, mit diesen Personen. Und ich fand es eben so schön zu sehen, welche Momente im Leben einen am Ende dann wichtig sind. Und es ist dann eben nicht die aufgeräumte Wohnung, die geputzten Fenster, die gebügelten Hemden. Es sind eben andere Momente, die wichtig sind im Leben. Und das fand ich so, so schön. Und auch die Frage, auf was man eigentlich wartet und warum man nicht einfach jetzt lebt. Und das ist auch ein Thema, was sehr gut zu meinen Gedanken der letzten Wochen, Monate, wenn nicht sogar tatsächlich schon der letzten Jahre gehört. Dieses achtsame im Hier und Jetzt sein. Und das, finde ich, packt Album wirklich in eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ohne, und das finde ich ganz wichtig, irgendwie Finger erheben zu sein oder zu sagen, jetzt genau so und so muss das funktionieren. Denn das Leben funktioniert für uns alle eben ganz anders. Und wir werden im Himmel wahrscheinlich alle im Himmel eben anderen Personen begegnen, die irgendwie unser Leben beeinflusst haben. Und es gab sehr rührende Momente, sehr auch beruhigende Momente, wenn man so möchte. Und ich fand auch am Ende des Buches einen Satz sehr, sehr schön. Der Verlust ist so alt wie das Leben selbst. Und der Tod gehört natürlich zum Leben dazu. Ohne ihn, keine Ahnung, wie wir unser Leben leben würden, wenn es nicht endlich wäre. Und das fand ich einfach so einen Satz, der mir ganz tief im Innern ganz viel gegeben hat, auch Tränen gegeben hat, und mir hat das Buch sehr gut gefallen. Also ich bin da mit wenigeren Erwartungen herangegangen, also natürlich erwartet man immer ein gutes Buch, wenn man sich das aussucht, aber ich hatte es mir schon emotional vorgestellt, gerade eben diese Thematik, dass jemand in den Himmel geht und stirbt und dort Menschen begegnet, aber dass es auf dieser anderen Ebene so emotional toll erzählt war und packend war und erzählerisch auch wirklich toll, das habe ich nicht so vielleicht kommen sehen oder erwartet. Also wirklich ein Highlight-Buch, hat mir auch als Hörbuch super gut gefallen, kann ich wirklich nur weiterempfehlen, fand ich ein ganz, ganz tolles Buch, das mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt hat.
Das vierte Buch der Urlaubswoche habe ich dann, und ja, ich bin jetzt noch im gleichen Dress wie vorher, ich habe nur die Räumlichkeit gewechselt, denn dieses Buch habe ich heute Nacht beendet. Ich habe es in einem Zug weggesuchtet. Es geht dabei um einen Thriller von B.A. Paris, Saving Grace, Bis dein Tod und scheidet, untertitelt als Psychothriller. Ein Buch, das ich im Februar mit einem anderen Thriller von einem guten Freund geschenkt bekommen habe. Er hat diese beiden Thriller gefeiert, wohl auch innerhalb von einer Woche beide Thriller gelesen, was wohl ja auch sehr untypisch für ihn ist. Und er hat mir die mitgebracht und gesagt, Steffi, die werden dir gefallen, du magst Psychothriller. Und über die Grenzwertigkeit mancher Szene lässt sich vielleicht noch streiten, ob das was für mich war. Aber ich habe dieses Buch gestern beendet, angefangen und auch innerhalb von 2 Stunden gefühlt wirklich beendet. Ich habe es weggesuchtet, eingesogen und es war wirklich unfassbar spannend. Man kann zu Saving Grace jetzt gar nicht so viel im Detail erzählen, denn wir treffen hier eben auf ein Ehepaar, eben auf Grace, die in dem perfekten Leben steckt. Sie hat ein tolles Haus, sie hat einen tollen Ehemann, sie scheint ein tolles Leben zu führen. Sie geht nicht arbeiten, weil sie sich nur um das Haus kümmert. Grace hat eine jüngere Schwester, die das Down-Syndrom hat, aktuell noch in einem Internat wohnt, aber eben bald zu Grace und ihrem Mann Jack ziehen wird. Jack selbst ist ein sehr, sehr erfolgreicher Rechtsanwalt, kümmert sich mit Leidenschaft für Frauen, die eben misshandelt werden, setzt sich für sie ein, bringt die Männer ins Gefängnis. Doch irgendwas scheint hinter der Fassade nicht so richtig zu stimmen, denn stellen sich den Nachbarn und Freunden von Grace und Jack doch immer mal ein paar Fragen. Und vielleicht ist das Leben hinter der Fassade doch nicht so perfekt. Der Thriller wird auf 2 Zeitebenen erzählt. Zum einen eben der Zeitpunkt des Abendessens, an dem wir in diese Geschichte einsteigen und Jack und Grace und die Freunde sozusagen kennenlernen. Gleichzeitig haben wir eben Rückblenden in die Vergangenheit, wo eben erzählt wird, wie sich beide verliebt haben, wie wir im Grunde in diese Situation gekommen sind, in der wir zusammen mit Grace und Jack jetzt sozusagen stecken. Und ich fand das unfassbar spannend. Also es gibt natürlich immer bei Thriller-Thematiken, wo ich denke, warum geht man nicht zur Polizei, warum reagiert kein Außenstehender? So ein paar Fragen dieser Art habe ich mir in diesem Buch auch gestellt, aber es war jetzt nicht so an Unlogik oder an Unrealen, dass ich gedacht habe, okay, es ist total an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube durchaus, dass das Leben so ablaufen kann und umso erschreckender gefühlt finde ich das. Und ich fand es spannend. Ich fand es spannend, ich fand es packend. Ich fand diese Zeitsprünge von jetzt in die Vergangenheit, ich fand die toll gewählt. Ich mochte die Momente, die ausgewählt wurden, um uns Jack und Grace von früher näher zu bringen, um auch dieses Familienleben, was Grace mit ihren Eltern und ihrer Schwester geführt hat, welche Problematiken es da gab, wie hier im Grunde auch irgendwie die Familie getickt hat, wie auch Jack zu dem Mann wurde, der er dann irgendwie ist. Und ich fand es großartig. Also ich fand es wahnsinnig spannend. Ich fand es von der Brutalität schon sehr grenzwertig für mich. Das zum Thema der Psychothriller passt zu mir. Es gab eine Szene im roten Zimmer und jeder, der das Buch kennt, weiß jetzt wahrscheinlich, was ich meine. Da wollte ich das Buch zuklappen und weglegen. Also das war so, so heftig für mich. Da habe ich echt gedacht, nein, ich habe dann 1-2 Seiten einfach überblättert und meine Fantasie kann nur erahnen, was sich da abgespielt hat, beziehungsweise weiß ich dann schon, was passiert ist, aber nicht en Detail und das ist, glaube ich, auch gut so. Also da würde ich sagen, boah, es ist nichts für schwache Nerven, es war jetzt aber nicht blutig oder blutrünstig oder ja, das hatten wir definitiv nicht. Wir haben hier tatsächlich eher dieses Psychospielchen, die Angst, die Jack auch verbreitet. Und ich habe diese Angst gespürt. Also das war total gruselig, dass ich wirklich dachte, boah, ich habe hier Atemnot, ich habe Puls. Und ich weiß ja aber, dass Jack nicht irgendwie in meiner Wohnung ist. Aber ich fand diese Angst, die war wahnsinnig gut, die ist toll rübergekommen. Und ich fand das Ende großartig. Also mir hat das super gut gefallen. Ich habe da einige Sachen gefeiert und finde wirklich, dass es toll erzählt war, dass es spannend war, packend war, mit Sogwirkung. Auch dieser Blick in die Gedanken, in diese Welt von Grace. Ich fand das einfach toll gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Autorin, das war glaube ich ihr Debüt-Thriller, ob danach noch irgendwas gekommen ist. Aber ich fand es wirklich Hammer. Und ich habe es wirklich er hat glaube ich knapp 350 Seiten. Ich habe den glaube ich in 2,5 Stunden weggesuchtet. Ich war wirklich, wow. Gut, ich habe jetzt natürlich 2 Seiten weniger gelesen, aber
Ja, ich fand's Hammer. Also ich muss echt sagen, eine Empfehlung. Wirklich ein toller Thriller, toller Psychothriller. Viel, was wirklich so einem, ach, ja, auch lähmt vor Angst und ja, also obwohl man ja weiß, man ist in Sicherheit, man ist in seinem Bett und alles ist gut, hat B.A. Paris wirklich ganz, ganz toll gemacht. Highlight hätte ich fast nicht erwartet und bin wirklich happy, jetzt auch ein bisschen Thrill in meinen Urlaub gebracht zu haben und hat mir unglaublich gut gefallen. Also kann ich wirklich absolut empfehlen. Nun war auch mal ein E-Book dran, nämlich Barfuß um die Welt von Judith Etz. Ein Buch, das mir 2-3 Mal auf Instagram über den Weg gelaufen ist und was jetzt auch im Juni ganz frisch erschienen ist im Heine Verlag, mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Und ich habe mich sehr, sehr auf dieses Buch gefreut, denn ich bin selbst, zumindest was meinen Wohnbereich angeht, auch ein absoluter Barfußlauf-Fan. Und egal, ob es im Garten ist oder ja, wirklich in der Wohnung im Haus, wenn es nicht zu kalt ist, liebe ich es sehr, barfuß zu laufen. Und fand diese Thematik super spannend, dass Judith Etz sich eben ja, auf den Weg gemacht hat, eine Weltreise angetreten ist und dabei eben barfuß unterwegs war. Ursprünglich war der Grund des Barfußlaufen eine Autoimmunerkrankung und seitdem hat sie in der Kindheit schon darunter gelitten. Und auch Medikamente und Sonstiges hat alles nicht so richtig irgendwie das gebracht, was sie sich vorgestellt hat. Zudem hat sie relativ früh, schon während ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau, auch geheiratet. Das ist bei ihr wohl religiös irgendwie ein Thema gewesen, sodass man nicht lange zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Ich konnte aus dem Buch nicht ganz herausnehmen, welche Religion sie angehört. Es hatte für mich schon etwas Christliches. Allerdings bin ich mir gar nicht bewusst, dass das heute im Grunde noch so ist, dass man tatsächlich das so zur Ehe gezwungen wird. Das klingt jetzt, glaube ich, drastischer, als es gemeint war. Aber ja, sie war nicht sehr glücklich in dieser Ehe. Sie war nicht sehr glücklich mit ihrer Ausbildungswahl als Bankkauffrau. Auch da hat sie schon gemerkt, die Schuhe drücken sie ein und sie muss und sie will. Und ja, im Grunde sollte jeder einfach nur barfuß laufen. Ja, als sie sich dann von ihrem Mann trennt und somit auch diese christliche Gemeinschaft hinter sich lässt, bricht sie dann auf zu einer Reise und geht eben eine Weltreise. Und wir sind bei diesen Stationen dabei, bei den Anfängen. Sie macht das ein bisschen über Couchsurfing, über Leute, die sie vielleicht auch irgendwie über jemanden dann kennenlernt. Sie ist an unterschiedlichen Orten unterwegs, von Bangkok, Hawaii, sie ist in Kalifornien und durchaus eben auch ein bisschen in Europa unterwegs. Und da merkt sie relativ schnell, wie unterschiedlich die Leute auf dieses Barfußlaufen reagieren. Sie hat in der Regel schon immer Barfußsandalen mit dabei, aber sie selbst würde eben immer das Barfußlaufen bevorzugen. Jede Wind- und Wetterlage, das stört ihre Füße überhaupt nicht mehr. Und ich fand an dem Buch tatsächlich sehr spannend, diese Barfuß-Thematik, also was es dem Körper gibt, wie wir geerdet werden, wenn wir eben auf Grund im Grunde laufen, jetzt nicht auf Teer unbedingt, auf Straßen, sondern wirklich in der Natur, was einem das geben kann, wie auch die negativen Pole und Ähnlichem auf den Körper Einfluss nehmen, das fand ich super spannend. Das hat sie auch zumindest anfänglich gut erklärt. Mir persönlich war es zu wenig. Also dafür, dass es irgendwie heißt Barfuß um die Welt, ich hätte mir die Thematik tatsächlich ein bisschen intensiver gewünscht. Auch so ein bisschen ihre Weltreise. Ich hätte gerne mehr von den Orten gesehen, mehr von den Erfahrungen, die sie gemacht hat. Ich hatte an vielen Stellen in dem Buch den Eindruck, dass sie das Buch schreiben wie eine Therapie nutzt und wirklich viel aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend, aus ihrer Krankheit, aus der Ehe, aus diesen Zwängen, die ja auch diese Bankausbildung gibt, dass sie das im Grunde verarbeitet, indem sie es niederschreibt. Und ja, den Weg kann man natürlich durchaus gehen, aber da muss man den Fokus des Titels, des Klappentextes, finde ich, ein bisschen anders wählen. Weil ich wollte jetzt eigentlich ungern Therapeut spielen. Ich wollte tatsächlich einfach mit ihr die Welt entdecken. Und das hat sie auch in manchen Teilen sehr gut gemacht. Also ich fand schon, dass man gerade die Begegnungen, die sie hatte, dass sie die sehr gut rübergebracht hat, was sie empfunden hat, wie sie aufgenommen wurde, was sie eben auch mit den Leuten vor Ort im Grunde erlebt und sieht, weil die natürlich ihre Heimat ganz anders vorstellen. Das hat mir gut gefallen, das hat mich auch unterhalten. Auch die Barfuß
Barfußteile, also wie reagieren verschiedenste Nationen, Menschen irgendwie auf sie, was sind Themen, die da aufkommen, das fand ich auch ganz spannend. Ich hätte mir ein bisschen mehr zum Thema Barfußlaufen und was bewirkt das im Körper gewünscht. Vielleicht tatsächlich auch mit welchen Dingen sie sich beschäftigt hat, wie sie dann dazu gekommen ist, dass ihr das im Grunde hilft, dass es eben entzündungshemmend ist und so weiter. Davon hätte ich mir mehr gewünscht und ich hätte mir auch weniger Vergangenheitsbewältigung gewünscht. Der Schreibstil war aber sehr flüssig, sehr leicht, mit natürlich schon ernsten Themen, die mir manchmal eben einfach zu ernst waren, die ich einfach nicht erwartet habe in diesem doch etwas lockeren Buch. Also habe ich eben einfach nicht gedacht, dass wir da so ernste Themen bekommen, die sie eben zur Verarbeitung irgendwie braucht. Ich fand das Buch gut, aber ich hätte mir einfach doch ein bisschen eine andere Richtung gewünscht, beziehungsweise durch den Klappentext und das Cover auch etwas anderes erwartet. Die Barfuß-Thematik ist definitiv ein bisschen zu kurz gekommen, das hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Ich habe aber ein schönes Zitat rausfotografiert, dadurch, dass es ja auf dem E-Book ist, kann ich das jetzt im Grunde halt schlecht herauslesen. Sie hat von Sir Terry Pratchett ein Zitat wiedergegeben. Warum geht man fort? Damit man zurückkehren kann. Damit man den Ort, den man verlassen hat, mit neuen Augen und anderen Farben sehen kann. Auch die Menschen dort sehen einen anders. Dorthin zurückzukehren, wo man begonnen hat, ist nicht das Gleiche, wie nie zu gehen. Und das finde ich ein wunderschönes Zitat. Und ich weiß, dass mir das schon mal irgendwo untergekommen ist. Und umso schöner jetzt zu wissen, dass es von Sir Terry Pratchett ist. Und ein tolles Zitat, was das Buch ziemlich auch schön, glaube ich, dann auch ziemlich am Ende beendet hat. Und also man sollte manchmal einfach aufbrechen, um als anderer Mensch mit anderen Augen wieder zurückzukommen und dann sein Vorher sozusagen mit Nachher-Augen zu sehen. Fand ich sehr schön. Ein gutes Buch, aber hätte durchaus noch ein bisschen Luft nach oben für mein Gefühl oder für meine Erfahrungen, was so Thema Reisebücher angeht. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum sechsten Buch der Woche. Es ist wirklich verrückt. Ich höre aktuell noch ein bisschen was in meinem Hörbuch und das wird dann tatsächlich das siebte Buch sein. Ja, es ist Orca Sommer von Sabine Giebken. Ein Buch, das ich letztes Jahr bei der lieben Anka entdeckt habe. Ich packe ihr Lesemonat, glaube ich, unten auch mal in die Infobox. Und sie daraufhin sagte, Mensch Steffi, komm, ich schicke dir das zu, du wirst damit bestimmt deine Freude haben. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich, Anka, dass du mir das Buch zur Verfügung gestellt hast. Es ist ein Jugendbuch aus dem Magellan Verlag, hat ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Und ich glaube, das hat sogar einen, den Delia-Preis, Jugendliteraturpreis 2019 bekommen. Also ja, es ist definitiv ein Jugendbuch, das auch zu Recht eine Auszeichnung erhalten hat. In diesem Buch treffen wir auf Svenja, die gerade auf dem Weg nach Kanada ist. Dort trifft sie ihren leiblichen Vater und sie hat jetzt 17 Jahre, 16 Jahre keinen Kontakt irgendwie groß zu ihm gehabt und kommt dort an, merkt dort relativ schnell, hups, ich bin hier gar nicht in irgendeiner Großstadt, sondern wir fahren noch auf ein Island. Und das ist ein sehr beschauliches Island, was Svenja nicht so toll findet. Zudem hat sie auch keinen so richtigen Draht zu ihrem Vater. Natürlich ganz klar, wenn man sich irgendwie nie groß gesehen hat, wenig Kontakt hatte, tatsächlich eher der Mutter und dem zukünftigen Stiefvater vielleicht doch einfach näher ist, ist natürlich schon schwierig, auch für den Vater zu sagen, ich habe hier ja jetzt im Grunde ein fremdes Kind. Beiden merkt man diese Unsicherheit sehr an. Das war auch wirklich was ich mir gut vorstellen konnte, es vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber gut vorstellen konnte. Doch ja, Svenja fühlt sich da überhaupt nicht wohl, sie hat da auch irgendwie keinen Empfang und irgendwie scheint es auch keine jungen Leute zu geben. Sie trifft dann zwar in so einem Geschäft auf Rosi, das ist eine herzensgute, super sympathische Frau. Und so streunt sie ein bisschen umher, trifft irgendwann auf Bären und in der Bucht taucht dann eben auf einmal ein Orca auf. Es scheint kein sehr großer Orca zu sein, es ist auch sehr verwunderlich, denn in diese Bucht kommen eigentlich keine Orcas mehr. Auch das erfahren wir dann im Laufe so der Geschichte. Und ja, sie fühlt sich recht einsam und überträgt diese Einsamkeit dann auch auf den Wal, der eben auch allein ist. Und es sorgt aber dann trotzdem
ja, in diesem Städtchen für Wirbel, dass da ein Orca ist. Und Svenja merkt so ein bisschen, ja, was ihr wichtig ist, was sie selbst in sich so entdeckt und ja, wie auch vielleicht irgendwie ja, es zukünftig in Kanada weitergehen kann. Ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den Schreibstil sehr angenehm, sehr flüssig. Ich fand ihn modern. Ich fand ihn an vielen Stellen wirklich auch spannend gehalten. Er war sehr einfühlsam, besonders das Aufeinandertreffen der beiden, also vom Vater und Svenja, fand ich richtig toll gemacht. Ich fand auch so ein bisschen die Nebencharaktere sehr gut eingeführt. Die waren präsent, die hatten Charakter, die haben wirklich die Geschichte auch vorangebracht. Ich fand diese ganze Geschichte um den Orca super, super spannend. Also man nimmt hier wirklich viele, viele Infos mit. Und selbst ich, die sich viel mit Orcas beschäftigt hat, hat so den einen oder anderen Punkt tatsächlich noch nicht gewusst. Bei mir war natürlich in meiner Kindheit Free Willy. Wer kennt den Film aus den 80ern, also geboren in den 80ern nicht. Spätestens da war ja der Aufschrei wirklich sehr groß, wie es in Aquarien zugeht, wie brutal es ist, tatsächlich diese Tiere einzufangen, egal ob Wale, Delfine oder warum muss irgendwo ein Hai in einem Aquarium herumschwimmen. Ich verstehe die Menschheit manchmal einfach nicht. Und ich weiß sehr viel über Orcas. Ich fand die immer super faszinierend. Irgendwann in meinem Leben werde ich auch meinen Orca hoffentlich live sehen. Und ich meine, damit nicht in einem Aquarium, da bekommt man mich überhaupt nicht hin. Und ich bin ähnlich auch, wie das Buch an mancher Stelle eben sagt, man muss den Menschen Tiere näher bringen, in Zoos, in Aquarien und Ähnlichem, damit die Menschen verstehen, bin ich ganz anderer Meinung. Also ich glaube tatsächlich nicht dran, dass ein Zoo einen Menschen oder ein Kind irgendwie weiterbringt, indem ich muss die Tiere schützen, weil denken wir mal an Dinos, das war ein ganz spannender Vergleich von mal irgendeinem Tierschützer, der gesagt hat, Dinos finden alle toll, obwohl sie die nie live im Grunde im Zoo gesehen haben, aber ich schweife hier total ab, es tut mir leid. Ja, dieses Buch beschäftigt sich sehr mit den Orcas, mit ihren Verhaltensweisen, den Unterschieden, den Bezug auch irgendwie zu Menschen, insofern es denn überhaupt einen gibt, beschäftigt sich natürlich auch mit dem Tierschutz dahinter, was ich super, super spannend fand. Also ich glaube wirklich, für Jugendliche war es sehr lehrreich, aber eben nicht trocken, irgendwie Theorie erzählt, sondern wirklich spannend erzählt, toll rübergebracht und auch mit so einer Leichtigkeit, dass man eben mit Svenja diese Dinge erfährt. Ich mochte das super gerne, ich habe das sehr gerne verfolgt, ich bin diesen Weg mit Svenja und auch dem Orca sehr gerne gegangen. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme im Mittelteil, das fand ich doch ein bisschen langatmig erzählt, hingegen dann das Ende sehr schnell kam, aber auch sehr emotional war, was ich gut fand. Spätestens wenn Tränchen kullern, weiß man, das Buch hat etwas mit einem gemacht und deswegen ist das auch von mir wirklich eine Empfehlung. Ich hatte zu Beginn so ein bisschen ein Problem, nicht unbedingt mit Svenja, auch wenn man sich natürlich in diesen Teenie erstmal so ein bisschen wieder einfinden muss. Ich fand das tatsächlich total merkwürdig, dass ihre Mutter sie einfach zu einem wildfremden Mann, sozusagen wildfremden Mann, geschickt hat. Gleichzeitig fand ich es auch total merkwürdig, dass der Vater, ohne irgendwie groß öfter mal mit Svenja gesprochen habe, sie einfach aufnimmt. Also im Grunde sind das ja doch irgendwie wildfremde Menschen. Ich wüsste nicht, ob meine Eltern mich einfach zu fremden Menschen hätten fahren lassen und dann auch noch nach Kanada fliegen lassen. Aber das war so anfangs so ein Punkt, wo ich dachte, warum interessiert das die Mutter eigentlich, wie es ihrem Kind da so vor Ort geht? Und hat die so ein blindes Vertrauen in den Erzeuger ihres Kindes? Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen, wo ich dachte, hä? Aber ja, das war nur so am Anfang. Irgendwann verdrängt man das, weil die Geschichte eben um Svenja, um den Orca, um dieses Dörfchen, um diese Bucht einfach wunderschön ist. Und wie gesagt, sie hat mich auch am Ende dann wirklich gecatcht und zu Tränen gerührt. Und ja, wirklich eine Jugendbuchempfehlung, die mir sehr viel Lesespaß gebracht hat, die mich super gut unterhalten hat. Und ja, nochmal mein Dank an Anka, dass du das Buch ja, mir überlassen hast und es so jetzt auch mir wunderbare Lesestunden bereitet hat. Das zweite Hörbuch der Woche, was im Grunde nur ein halbes Hörbuch ist, ist dann von Leigh Bardugo, King of Scars. Ein Hörbuch, was wir schon in der Vorwoche angefangen haben. Wir sind die liebe Becky und ich. Ich packe ihren Instagram-Account auch mal unten in die Infobox. Und wir hatten, ja, das Buch hatte, glaube ich, knapp 600 Seiten. Und wir haben uns das für 2 Wochen eingeteilt. Und es wird gesprochen von Robert Frank. Der ist tatsächlich sehr gut wieder vertont. Also ich mag es sehr, wie er Charakteren Leben gibt, wie er ihnen eine Stimme gibt, wie er Atmosphäre schafft. Das hat mir bei Nevernight schon gefallen und jetzt hier auch bei King of Scars. Es ist der Auftakt einer Dilogie. Rule of Wolves ist im Juni auch schon erschienen, allerdings bisher noch nicht als Hörbuch. Also ich habe da jetzt schon mal rumgesucht. Bisher sehe ich es nur als E-Book und als Taschenbuch. Ich hoffe, es wird das Hörbuch noch nachgereicht. Wenn ich
muss man vielleicht tatsächlich darüber nachdenken, ob man dann lesend im Grunde weitermacht mit der Reihe. Ich möchte nochmal betonen, dass ich schon finde, dass wenn man die Reihe liest, wenn man King of Scars beginnt, dass man sowohl die Krischer-Reihe als auch die Krähen-Reihe kennen sollte. Es gibt unglaublich viele Anspielungen. Im Grunde ist das der vierte Teil der Krischer-Reihe, denn wir haben hier auch Charaktere, die wir sowohl aus Krischer als auch aus den Krähen kennen, die uns ihre Geschichte zwar schon so ein bisschen wiederholend erzählen, aber ich glaube, man tut sich unglaublich schwer, wenn man gar nichts von dieser Welt weiß und mit diesem Buch jetzt im Grunde anfängt, um einzutauchen. Zudem spoilert man sich wirklich für beide Geschichten, für beide Reihen und hat eben Charaktere, die jetzt ihre Geschichte weitererzählen. Nicht alle, aber eben einige trifft man eben wieder. Und ich bin schon der Meinung, dass das wahrscheinlich mehr Spaß macht, wenn man die vorhergehenden Bücher kennt. Wobei, ja, mit dem Spaß machen war es in diesem Buch gar nicht so einfach. Das muss ich definitiv sagen. Ein Buch, was schon sehr viele Höhen und auch sehr viele Tiefen hatte. Und es manchmal wirklich Tage gab, wo ich gar keine Lust hatte zu hören. Und das heißt tatsächlich schon ein bisschen was. Ich habe ja die Krischer-Trilogie sehr, sehr gefeiert. Ich hatte ein bisschen einen holprigen Start in die Krähen-Reihe, habe es dann aber auch wirklich absolut gefeiert. Es war dann auch ein Hörgenuss für mich, weil so nach den ersten 20% im ersten Teil war ich in den Krähen drin und habe das wirklich geliebt. Hier treffen wir, wie gesagt, auf Charaktere wieder, unter anderem auf den Zahn Nikolai, den wir aus der Krischer-Reihe kennen. Wir treffen auf Mina wieder, die ein sehr schweres Schicksal sozusagen erlebt hat in den Krähen. Und das ist jetzt tatsächlich auch schwierig, darüber zu sprechen, weil man am Ende natürlich auch irgendwie die anderen Geschichten spoilern würde, wenn man jetzt ihre Thematiken in diesem Buch sozusagen bespricht. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Auch Soja kennen wir bereits aus der Krischer-Reihe und es gibt auch noch die ein oder andere Perspektive oder Charaktere, die wir eben aus den beiden Büchern kennen. Die Geschichten gehen im Grunde nach einem gewissen Abstand irgendwie weiter. Die Charaktere beschäftigen sich mit den Themen, wie wir sie eben auch mit ihnen beendet haben in den Büchern weiter. Und es tun sich eben neue Themen auch irgendwie auf. Und wir haben auch noch eine ganz neue Ebene in der Geschichte, die ich ein bisschen strange fand, mit der ich auch nicht so richtig glücklich war, dass Leigh Bardugo die eingebaut hat. Und es, ja, also der Anfang war sehr holprig. Ähnlich so ein bisschen wie bei den Krähen. Ich glaube, dass ich es einfach schöner finde, wenn Leigh Bardugo aus der Ich-Perspektive erzählt, wie sie es bei der Krischer-Reihe gemacht hat, rund um Alina. Bei den Krähen ist sie ja dann auch schon zwischen den Charakteren geswitcht. Mein Problem, ich glaube, hier ein bisschen bei King of Scars war, dass wir zum Teil sehr lange bei einem Charakter verweilt sind, ohne dass wirklich etwas passiert ist. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen langweilig an mancher Stelle. Also der Anfang war ein bisschen holprig. Zudem waren auch zum Beispiel Nikolai überhaupt nicht mehr den Charakter, den ich in der Krischer-Reihe wirklich abgöttisch geliebt habe. Der hat sich sehr, sehr verändert, was man irgendwie nachvollziehen kann, wenn man weiß, was ihm passiert ist. Aber er hat sich nur noch ums Regieren, um die richtige Frau finden, um sein anderes Problem. Es hat sich nur noch so darum gedreht. Der Nikolai, den ich eben lieben gelernt habe, der war irgendwie überhaupt nicht mehr da. Ganz weit irgendwie unter dem vergraben, was Leigh Bardugo hier geschaffen hat. Nina mochte ich schon in den Krähen sehr gerne, fand auch ihr Schicksal damals sehr dramatisch und tragisch und fand es auch hier, wie es mit ihr weitergeht. Also das war, glaube ich, so mitgefühlt der spannendste Strang an Erzählungen, den wir in der Geschichte hatten. Und wir haben eben wirklich manchmal sehr lange Perspektiven, in denen wir innehalten, ohne dass wirklich viel passiert. Es war ein holpriger Start, so nach dem Drittel vom Hörbuch insgesamt war so ein bisschen okay, jetzt kommt ein bisschen was rein. Wir scheinen irgendwie einen roten Faden zu erkennen. Der Mittelteil wirklich so um die 40-70% war so, puh, hier passiert ja nichts. Wohin gehen wir eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn dieser Geschichte? Und ich sag mal so, die letzten 3 Stunden wahrscheinlich von diesen 18 Stunden, die hatten es dann wirklich wieder in sich. Da ist viel passiert, da ist viel Spannung aufgekommen, da war endlich eine Geschichte greifbar und es haben sich für mich auch Emotionen aufgebaut, gerade auch mit einem Charakter, wo ich das gar nicht so erwartet hätte. Und es sind dann auch, ja, es war im Grunde wirklich dann ein schon sehr episches Ende, mit dem ich nicht gerechnet habe und ich tatsächlich auch noch nicht weiß, ob ich das gut finde, denn ich mag es oftmals nicht, wenn Dinge, die eigentlich schon erledigt waren, final waren, endgültig waren, wenn die irgendwie wieder aufgehoben werden. Das finde ich tatsächlich immer ein bisschen grenzwertig und ein bisschen schade. Und ja, das ist jetzt wahrscheinlich für alle, die nicht wissen, von was ich rede, ein bisschen kryptisch. Aber das ist so ein Kritikpunkt. Wer das nicht mag, glaube ich, der tut sich hier ein bisschen schwer. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Geschichte,
wenn das eine Dilogie ist und auch eine Dilogie wohl bleiben wird, ist jetzt erst die Hälfte der Geschichte sozusagen um. Mal sehen, was Leigh Bardugo jetzt noch im zweiten Teil zu bieten hat. Und ja, obwohl ich doch etwas enttäuscht bin von King of Scars, gab es auch spannende und gute Momente. Ich mag das Worldbuilding, ich mag die Magie, ich mag diese ganze Grisha-Welt, mag ich unglaublich gerne. Ich mochte die Anspielung auf die Grisha-Reihe, auf die Krähen-Reihe. Ich fand das immer wieder toll, so zu diesen Charakteren zurückzublicken, die man ja in den anderen Reihen auch so geliebt hat. Ich war einfach sehr enttäuscht, wie Nikolai sich verändert hat, wie er gezeigt wurde, auch so ein bisschen diese Nebenstränge, das war manchmal wirklich sehr langweilig. Also es war sehr enttäuschend, es war jetzt nicht wirklich ein Flop, ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich auch tatsächlich abgebrochen, aber es war überhaupt nicht das, was ich erwartet hätte. Und ich glaube, hätte ich nicht zusammen mit Becky gehört, hätte ich wahrscheinlich viel früher das Handtuch geworfen. Was mich dann ein bisschen motiviert hat, war der Hörgenuss von der lieben Ruth. Die hat ja den zweiten Teil zum Hörgenuss ausgerufen, weil es im Englischen eben den zweiten Teil schon als Hörbuch gibt. Und sie hat mir dann unter dem Kommentar auch geschrieben, halte durch, es wird besser. Und ja, sie hatte damit schon recht. Aber wenn ich auf das letzte Sechstel eines Hörbuches, eines Buches hoffen muss, muss ich echt sagen, wenn vorher nicht viel passiert ist, dann... Ja, ist das einfach eine Enttäuschung. Ja, es war irgendwie okay, man ist auch irgendwie dran geblieben, aber für mich überhaupt nicht vergleichbar mit der Grisha-Reihe, die einfach auch durch diese Ich-Perspektive für mich so gewonnen hat, für mich auch einfach so packend war. Mal sehen, wie wir uns den zweiten Teil nähern werden, ob wir den hören werden, ob wir vielleicht aufs Hörbuch, aufs echte Buch zurückgreifen, also aufs Lesen. Mal sehen, ob überhaupt angedacht ist, dass das zweite als Hörbuch irgendwie herauskommt. Da einfach mal abwarten. Aber nicht unbedingt gleich im Juli, auch wenn Ruth schon sehr schmackhaft gemacht hat, was den zweiten Teil angeht. Und ich habe den Spoiler-Teil auch ganz bewusst weggelassen. Ja, aber wenn Ruth natürlich schwärmt und es ja auch wirklich eine ganz tolle Reihe eigentlich ist rund um Grishaverse, aber das war schon irgendwie anstrengend. Ja, das war dann das letzte abgeschlossene Buch. Also ich war wirklich schon fasziniert, was man wirklich weglesen kann, wenn man Urlaub hat, wenn man Zeit hat, wenn es draußen regnet und man wirklich sagt, anstelle, dass ich jetzt einen Film schaue oder auch einfach mal rumdattle am Handy, lese ich einfach konzentriert. Und ich lese ja sonst auch so 2 bis 4 Bücher in der Woche, gerade wenn noch ein Hörbuch dabei ist. Aber nochmal wirklich so doppelt so viel zu hören, zu lesen, also ja, war schon toll. Und ja, jetzt habe ich natürlich auch 2 recht dünne Bücher dabei gehabt und auch einen Thriller dabei gehabt, der sich ja per se ein bisschen schneller lesen lässt. Aber ich muss sagen, ich bin selbst irgendwie überrascht und begeistert und denke mir, ja, so könnte es eigentlich weitergehen. Und nein, so würde es, denke ich, nicht weitergehen. Dadurch, dass jetzt auch einfach in den nächsten 2 restlichen Urlaubswochen auch so 2-3 Tage ansteht, wo einfach ein bisschen was gemacht wird, wo ich Besuch habe, wo man unterwegs ist, und das wird dann auf jeden Fall nicht mehr darauf hinauslaufen, dass jeden Tag wirklich irgendein Buch angefasst wird und gelesen wird. Und aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das mit den Schnipseln gefallen hat. In normalen Bücherwochen wird es sich wahrscheinlich gar nicht so anbieten, weil ich ja oft 2-3 Bücher parallel lese und dann ja alle irgendwie vielleicht so 1 auf Mitte der Woche, der Rest dann aufs Wochenende fallen würde. Ich glaube, da ist es gar nicht so unbedingt notwendig, dass man dann irgendwie so Schnipsel macht, beziehungsweise dreht man dann die Schnipsel gefühlt an einem Tag. Das macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. Aber jetzt so im Urlaub, ich denke, die nächsten 2 Wochen werden wir noch so ein bisschen machen, weil es für mich wirklich sehr angenehm war, jetzt einfach hier nur eine halbe Stunde einzuplanen und dann zu sagen, okay, den Rest habe ich im Grunde zu den Büchern schon erzählt. Ja, die erste Urlaubswoche ist rum. Ich hätte mir mehr Sonne gewünscht, ich hätte mir mehr Trockenheit gewünscht, und wir saßen manchmal wirklich irgendwie bei 12 Grad draußen. Da muss ich schon sagen, für Juni ist das schon sehr frisch. Und ja, ich habe es mir beim Innern gemütlich gemacht. Ich habe 2 Puzzle gemacht. Ich war beim Friseur, darüber haben wir noch gar nicht zu Beginn gesprochen. Ich glaube, ich habe den Switch kurz in den Videos erzählt. Haare sind wieder ab. Ich überlege noch, ob sie vielleicht tatsächlich noch ein bisschen heller werden. Also ich überlege, wieder so ein bisschen in Richtung blond zu gehen. Bin allerdings aber einfach gerade zu faul, mir da irgendwie 2 Stunden Blondierungszeit einzuplanen und Ähnlichem. Ich überlege so ein bisschen, also tatsächlich die Längen blonder zu machen und den Rest nur so einen Hauch heller, dass man halt trotzdem noch einen Kontrast hat, mal sehen. Aber jetzt sind sie erstmal kürzer und es ist wunderschön, sie einfach so durch die Haare zu fassen, und ach ja,
keinen Aufwand mehr beim Waschen, keine Überlegung, wann wasche ich, wie lasse ich die Luft trocknen, wie bekomme ich das beste Ergebnis mit meinen Wellen, Locken irgendwie hin, sondern ich kann sie am Ende jetzt auch einfach zweimal am Tag waschen, wenn mir morgens nach Duschen ist und abends. Und das ist einfach, also ja, das ist wirklich Luxus, gefällt mir und ja, tat auch einfach gut, irgendwie mal wieder zurück zu den kurzen Haaren zu kommen. Bei mir wechselt das ja immer wieder und auch haarfarbetechnisch bin ich ja sehr flexibel und war ja manchmal wirklich früher so, dass ich zweimal im Jahr die Haarfarbe gewechselt habe. Ich bin da, also ja, es sind nur Haare und ich habe halt wirklich gemerkt, dass ich mit den Wellen und diesen Curly Hair Methode, die toll war, die Haare wirklich mega gepflegt hat, das Beste aus Wellen und Locken finde ich tatsächlich die herausholen kann, das war einfach ein Wahnsinnsaufwand und ja, das muss man eben immer bedenken und wenn man sich am Tag viele Gedanken über seine Haare macht und eigentlich denkt, es sind nur Haare, was denkst du darüber nach, welches Shampoo, welche Spülung, welche Kur und überhaupt, das fand ich schon ganz schön gaga, wenn ich ehrlich bin, also ja, dementsprechend jetzt wieder kurze, freche Haare. Ich mag das super gerne und genieße das jetzt auch sehr. Allerdings, da kommen wir zur Schifffahrt, die wir am Sonntag auf der Donau gemacht haben. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht, meinen Nacken ein bisschen einzucremen, weil ja, da waren sonst immer Haare. Und da hat es mich tatsächlich ein bisschen, was den Sonnenbrand angeht, ein bisschen erwischt. Der Rest war ganz gut eingecremt. Da haben wir auch zwischendrin nochmal nachgecremt. Aber an den Nacken habe ich bewusst gar nicht so gedacht. Aber das passiert manchmal. Ja, wir haben eine Schifffahrt auf der Donau gemacht. Wir sind hier mit einem Veranstalter, mit dem Bus losgefahren Richtung Kelheim. Dort auf ein Brunch-Schiff gestiegen. Richtig cool. Sind dann irgendwie noch ein bisschen südlicher sozusagen gefahren. Haben uns da ein Kloster auch angesehen, was sehr bekannt ist, dessen Namen ich jetzt verdrängt habe. Es gab dort Brunch, es gab ein Mittagessen. Dann waren wir ein kurzer Stopp in Regensburg für so nicht mal 1,5 Stunden. Haben eine schnelle Stadtführung bekommen mit so 3 Highlight-Hotspots in Regensburg. Richtig toll. Ich mag Regensburg super gern. Ich war schon 2-3 Mal dort. Meistens so ein bisschen zum Shoppen und Bummeln und mal durchlaufen. Aber mit so einer Stadtführung ist das natürlich immer noch mal ein Highlight, weil man einfach auch so ein bisschen geschichtlich was zu der Stadt erfährt. Und das war auch richtig schön. Und ich fand auch wirklich das Hygienekonzept an Bord richtig toll, wie das auch mit diesem Buffet gestaltet wurde. Also, dass man an der Tischgruppe wie eine Art Buffet hatte, dass immer eher was in Gläsern gebracht wurde, auf Tellern schon die Auswahl gebracht wurde. Und das fand ich wirklich richtig toll. Und ja, dann waren wir viel auf dem Sonnendeck. Eigentlich immer, wenn ich gegessen wurde, waren wir auf dem Sonnendeck. Und heimwärts dann sozusagen gab es dann auch mal nochmal Kaffee, Kuchen. Es gab Eis, es gab Mousse au Chocolat, es gab Obstschälchen. Also wirklich für den Gaumen war wirklich gesorgt. Es war, wie gesagt, hygienisch, Corona-technisch wirklich richtig toll ausgerichtet. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und man hat sich da auch wirklich wohlgefühlt. Und es war wirklich wie Urlaub. Also ja, ich bin natürlich im Urlaub. Aber das war wirklich sehr entspannend. Also wenn ganz langsam die Natur an einem vorbeischippert und die Beruhigung vom Wasser, natürlich merkt man da vom Wellengang gar nichts. Also es ist ja relativ ruhig. Man merkt im Grunde nur, wenn man so auf der Schleuse ist oder wenn man von einem anderen Boot mal irgendwie überholt wird oder in der Gegenrichtung. Das merkt man ein bisschen, aber sonst ist das ja wirklich sehr stabil stehen. Da muss ich sagen, da war es zum Beispiel auf die Nil, auf der Nilkreuzfahrt durchaus ein bisschen wilder oder wenn man dann aufs offene Meer hinaus fährt, wenn zum Schnorcheln geht, zum Tauchen. Aber ja, mein Element ist das Wasser, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich liebe das Meer. Ich werde, denke ich, auch irgendwann mal im Alter Richtung Meer auswandern. Und umso schöner war das, einfach mal so ein bisschen auf der Donau rumzuschippern. Also wir hatten wirklich viel Glück mit dem Wetter. Es war wahnsinnig warm, es war sonnig, es war richtig toll und wir hatten wirklich viel, viel Glück. Und ja, das war richtig schön. Das war ein toller Tag, an dem auch so die letzte Anspannung irgendwie noch so ein bisschen abgefallen ist und man wirklich so ein bisschen entspannt ist und runtergekommen ist. Und ich merke das wirklich, wie der Tag mir geholfen hat, nochmal so richtig, ja, durchzuatmen. Jetzt habe ich ja noch 2 Wochen Urlaub sozusagen vor mir, wo es auch noch ein paar schöne Dinge zu erleben gibt. Und da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. Ja, zur Fußball-EM so ein bisschen verfolgt, habe ich es natürlich weiterhin. Allerdings ist für mich dieses Jahr einfach nicht so die Spannung da und auch nicht so, ja, der große Spaß. Ich kam dann auch Sonntag noch zu spät von der Schifffahrt, um Portugals Spiel wirklich zu sehen. Ich kam, glaube ich, erst dann in der zweiten Halbzeit dazu und da hat ja schon Belgien 1-0 geführt. Man hat definitiv schon so ein bisschen in der Berichterstattung mitgekriegt, dass Belgien das sehr clever gemacht hat, dass sie Ronaldo wirklich
eingekesselt haben. Das ist ja eine sehr untypische Spielart in der heutigen Zeit, dass man wirklich zwei Leute auf einen Stürmer abstellt. Aber ja, es hat Belgien ja irgendwie Glück gebracht und den Erfolg, den man eben bei so einem K.O.-Spiel dann braucht. Ich habe mich halt gefragt, warum wechselt man Ronaldo nicht einfach mal aus und macht im Grunde ihre Taktik irgendwie kaputt. Aber ja, das ist nochmal eine andere Debatte. Ja, Portugal ist raus, dementsprechend ist die EM jetzt noch unspannender für mich, als sie eh schon irgendwie war. Im Grunde ist es mir aber auch egal. Also das muss man auch ganz klar sagen, ich bin nicht der größte Fußballfan. Es ist dann eher so ein bisschen ein Event, wo man eben einfach sagt, da ist man mal mit Freunden irgendwie zusammen oder mit der Familie und man diskutiert da ein bisschen wild drüber. Ich denke mal, dass wir die Deutschland-Spiele oder jetzt das Deutschland-Spiel, ihr wisst ja jetzt schon, wie es ausgeht, ob es denn weitergeht oder ob es nur noch ein Spiel jetzt gegen England gibt. Das wird auf jeden Fall nochmal so ein bisschen in gemeinschaftlicher Runde auf der Terrasse genossen. Mal sehen, was dann so ein bisschen wird. Ich meine, das Finale ist natürlich dann auch immer recht spannend, aber im Grunde, ja, ist das dieses Jahr einfach ein bisschen komisch, weil es ist halt auch irgendwie Corona, es ist Pandemie und ja, ich frage mich so ein bisschen, ob das alle vergessen haben, aber ja, oder viele vergessen haben, das kommt ja noch dazu, aber ja. Ja, das war's, glaube ich, so zu meiner ersten Urlaubswoche. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt einfach so ein bisschen anhält, dass es zumindest trocken bleibt. Gerade auch für die Dinge, die wir ein bisschen vorhaben, wäre zumindest trockenes Wetter ganz schön. Und dass man einfach ein bisschen das draußen genießen kann. Und darauf freue ich mich jetzt einfach. Aber der Sommer hat ja im Grunde auch erst angefangen. Und wir haben ja auch dann noch einen schönen Juli vor uns, hoffentlich einen schönen August. Und dann einen schönen Herbst, ohne dass es dann gleich irgendwie mit Schnee im Oktober schon wieder weitergeht. Aber ja, ich bin einfach Optimist und hoffe, dass das schön bleibt. Und ja, das war's so zu der Bücherwoche. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch die Kanäle von Anka und Becky verlinke ich euch unten. Und ja, lasst mir gerne da, welche Bücher ihr vielleicht in letzter Zeit gelesen habt, was euer Highlight irgendwie im Juni war. Jetzt ist ja dann der Juli auch schon da. Gerne auch, wie euch dieses Format jetzt so ein bisschen gefallen hat. Und ja, am Ende ist es zu spät, wenn ihr mir das am Samstag schreibt, dann habe ich die zweite Bücherwoche ja auch schon so vorbereitet, aber schreibt mir gerne mal eure Gedanken, wie ihr das gefunden habt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, theoretisch könnte ich es ja dann im Nachgang noch ändern für die nächste Bücherwoche, aber ja, schreibt es mir einfach mal, ob es euch jetzt so für die Urlaubszeit, ob das soweit passt. Und ja, das war's von mir. Ich stürze jetzt in die zweite Urlaubswoche, freue mich drauf, wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.